Das Akkordeon vor der Brust, die Seemannsmütze auf dem Kopf, den Schalk im Nacken, das ist Heinmück den Erzählungen nach. Wer aber war der Seemann wirklich? Darüber wird tatsächlich bis heute gerätselt. Hans Bayer ist Heinmück-Experte und hat sich ausführlich mit der Kultfigur beschäftigt. Er weiß, welche Männer am ehesten Heinmück gewesen sein könnten. Kandidat Nummer 1, Heinrich Solzin. Geboren in Mecklenburg 1895, kam mit seinen Eltern nach Lehe und lernte auf der Rittmerswerft Schiffszimmermann. Im Ersten Weltkrieg war er bei der Marineartillerie. Er ging dann wieder zurück nach Mecklenburg. Der zweite in Frage kommende Kandidat kommt direkt aus der Seestadt und wäre den Bremerhavenern natürlich ein Tickchen lieber als der einzig wahre Heinmück. Und dann haben wir den zweiten, Heino Mühlenbeck. Heinmück. Das war ein Fleischer, der fuhr auf der Sierra Córdoba. Und sein Enkel sagt es: Ich habe den richtigen Heinmück als Großvater. Finale Beweise, leider Fehlanzeige. Und somit wird die Frage, wer Heinmück denn nun wirklich war, wohl nie so ganz beantwortet werden. Aber was wir definitiv wissen, ist, woher der besondere Name stammt. Das kommt aus dem Niederdeutschen und zwar die Muck. Das war ein Essnapf. Und der Heinmück, der hat immer Hunger gehabt und darum kam der Name Heinmück. Und genau dieser Heinmück hat den Seemann der Segelschiffzeit verkörpert, gepaart mit einer Portion Schalk, Unterhaltungswert und mit einem hohen Ansehen bei Schiffsführung und Besatzung. So entsteht zum Anfang des letzten Jahrhunderts die Geschichte rund um Heinmück. Beliebt ist der Matrose auch seit eh und je bei den Seestädtern und mittlerweile ist Heinmück das Stadtmaskottchen zum zweiten Mal. Heinmück war mal das Wahrzeichen. In Bremerhaven dann ist es sehr ruhig um ihn geworden und 5 Studentinnen haben dann eine Umfrage gestartet in Bremerhaven, was wollen wir wieder für ein Stadtmaskottchen, und 40% haben entschieden Heinmück. Daraufhin wurde Heinmück 2010 als 1,60 Meter große Fiberglasfigur erstellt und präsentiert sich als eben diese oder auf andere Art und Weise an unzähligen Orten und Ecken in Bremerhaven. Würde aber genau dieser Seemann jetzt und heute vor uns stehen, Hans Bayer weiß Heinmück und das, was ihn ausmachte, zu beschreiben. Gemütlicher, lustiger Seemann, der zeigt, dass die Seefahrt Spaß macht. Und natürlich, er kann Musik machen, das ist natürlich das Allerwichtigste. Ich kenne das ja selbst von der Seefahrt, wenn wir Kameraden hatten, die irgendwelche Instrumente spielten, bei Sonnenuntergang war es eine andere Stimmung, es war einfach was Wundervolles. Aber nicht nur Heinmück hat musiziert, auch Berühmtheiten wie Hans Albers, Lale Andersen oder Heinz Rühmann liebten es, über den Matrosen zu singen. In den 30er Jahren entsteht der Schlager Heinmück aus Bremerhaven. Heinmück aus Bremerhaven ist allen Mädchen treu. Er hat nur eine feste Braut, doch 20 nebenbei. Musikalisch für immer im Ohr, aber optisch ist es halt nach wie vor geheimnisvoll um den Mück. Noch. Also da muss man lange im Internet suchen. Es gibt ja verschiedene andere Figuren als die, die wir heute gesehen haben. Dann gibt es verschiedene Wände, die bemalt worden sind mit Heinmück und manche Souvenirs. Aber warum und wieso? Er war ja eine Zeit in Vergessenheit geraten. Da wird das woher kommen. Aber genau das soll und wird jetzt bestimmt nicht mehr so schnell passieren, denn der Kult und das Interesse rund um Heinmück nimmt ja schließlich wieder große Fahrt auf. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.